es ist nicht lustig, sagen wir so. Also ich merke, dass vielen von meinen Freunden es nicht gut geht, mir auch nicht. Man versucht irgendwie, sich durch den Tag zu schlagen und dann noch dazu für die Schule zu lernen und Tests zu machen und so weiter, funktioniert halt nicht ganz gut. Und dann hat man einfach gar keine Motivation, irgendwas mehr zu machen und ist in irgendeine Depression schon fast. Ich bin als Kinderpsychiaterin tätig seit vielen Jahren und bin sehr, sehr irritiert über die Dinge, die passieren hier in letzter Zeit. Ich habe den Eindruck, dass Kinder als billige Verschiebemasse hier verwendet werden. Politisch ist es sehr leicht, Schulen so zu sperren. Man muss mit keiner Gewerkschaft sprechen. Kinder haben keine Lobby, die sie vertritt. Und in den Pausen, wenn du etwas essen oder etwas trinken möchtest, gehst du auf Abstand zu den anderen Kindern, gibst die Maske rasch runter, isst was oder trinkst etwas und dann gibst du sie wieder rauf. Denn so schützt du dich und die Kinder in deinem Umfeld. Ich gebe sie mir dann eben auch unter die Nase kurz, dass ich dann nochmal wieder atmen kann. Und bei manchen Lehrern dürfen wir sie auch einmal immer kürzer wieder runtergeben, aber bei manchen dürfen wir das gar nicht. Und ja. Und dann gehe ich halt auch manchmal aufs Klo und gebe sie dann dort runter. Was haben wir getan? Also speziell aus Seiten, von Seiten der Politik, ja, wurden sie als Gefährder, ja, als Virenschleudern bezeichnet. Ja. Und das geht natürlich nicht. Ja. Das ist absolut indiskutabel. Ja. Ich empfinde den anderen nicht als Bedrohung, selbst wenn er mich potenziell mit Viren anstecken könnte. Diese Weltanschauung und diese Lebenseinstellung vermittelt man schon den Kleinsten im Kindergarten. Also das sehe ich als wirklich größtes Problem. Wenn ich zum Opa gehe, dann könnte ich ihn anstecken. Ja? Und umgekehrt ist es für die Opas und für die älteren Menschen in diesem Land auch ein Beschleuniger ihres schlechten Zustandes bis hin zum Ableben. Dadurch nimmt man eines der wichtigsten Elemente der menschlichen Gesellschaft, stellt man in Frage, das ist die Familie. Und ohne das aktuell quantifizieren zu können, ich bin Wissenschaftlerin, ich lege einen Wert auf Zahlen, sehen wir eine Zunahme an Essstörungen, sehen wir eine Zunahme an Zwangsstörungen, sehr viele Jugendliche mit einem erhöhten Substanzkonsum, Alkohol, aber auch andere Substanzen betreffend, sowie offensichtlich eine möglicherweise auch Epidemie an depressiven Jugendlichen. Wir haben einen Scheinwerfer gerichtet auf ein Geschehen und da ist er jetzt drauf, ob das jetzt die positiv getesteten Fälle sind oder die Krankenhausfälle oder das Erkrankungs- und Sterbegeschehen von einer Erkrankung, weil die anderen 70.000 Erkrankungen haben ja auch keine Beleuchtung, ja, die gibt es ja auch alle noch. Ja. Und so ist halt auch psychosoziale Gesundheit von Kindern einfach kein Thema. Ja. Und global passiert eine Katastrophe. Wir haben ja einen großen Bericht der UNICEF, der vor kurzem publiziert wurde, wo sehr deutlich darauf hingewiesen wird, dass wir eine Zunahme an Hunger haben, an verhungernden Kindern, einfach dadurch, dass die Lieferketten unterbrochen sind, dass Menschen, die Tagelöhner sind, ihre Arbeit verloren haben durch die Maßnahmen, dass hier alles ins Stocken gekommen ist. Und letztendlich werden wahrscheinlich mehr Kinder verhungern, als wir Covid-Tote haben. Die Angst wird von dem Trio Infernale gepustet. Die Panik und die Angst. Und für mich ist das Trio Infernal die Medizin, die Medien und die Regierung. Es ist Lockdown-Tag Nummer irgendwas. Ich liege im Bett und mag einfach nicht auf.